Moin Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen FIFA Mobile 22 Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid, Freunde. Und ja, Freunde, ganz klare Sache hier am Anfang des Videos. Nächster Stream ist nächste Woche Donnerstag um 20.30 Uhr. Dann gehen wir nochmal rein in einen wilden Livestream. Werden ein paar Packs öffnen, wird auf jeden Fall eine geile Sache. Und ja, Freunde, das Flashback-Event ist jetzt endlich da, Freunde. Da ist es, das gute Flashback-Event. Hat es jetzt endlich geschafft. Und da gehen wir jetzt auf jeden Fall auch gleich rein, gucken uns das Ganze an. Vorab, Freunde, wollte ich mal darauf hinweisen, gestern kam ein absolut geiles, krankes Video online, um 18 Uhr. Ihr könnt auch gerne auch im Fitness checken, da ging es um die Entschädigung für die Leute, die den Glitch nicht ausgenutzt haben. Also falls ihr da noch nicht Bescheid wisst, könnt ihr auch noch mal gerne vorbeischauen. Aber Freunde, um 18 Uhr gab es ein zweites Video und da sind wir komplett eskaliert. Ich habe den 114 Home-Dodge gemacht. Falls ihr wissen wollt, wen ich da gezogen habe, schaut auf jeden Fall gerne vorbei. Freunde, ich würde sagen, wir gehen rein ins Flashback-Event. Ja, grundsätzlich haben wir uns aber auch schon alle denken können, ist es jetzt nichts Neues. Es ist halt so aufgebaut wie die anderen Events schon vorher, so schlicht gehalten. Ja, was willst du machen? Ist halt so ein Nebenbei-Event, ne? Genau, wir haben einmal hier den Rückblick Pass. Dort gibt es einen 113er Firmino. Den werde ich mir natürlich holen, Freunde. Da gibt es dann morgen das Video. Morgen gibt es das erste fette, große Flashback-Pack-Opening. Darauf könnt ihr euch auf jeden Fall freuen. Das wird, ja, sehr, sehr nice. So, ansonsten haben wir halt hier wieder ein paar Quests zu erledigen. Ne? Die typischen Quests mit hier stelle Flashback-Spieler in der Aufstellung, bla bla bla. Einen Umtausch kann man machen, Lukas Moura. Ja, aber werde ich alles nicht machen, Freunde, weil ich brauche Lukas Moura nicht. Ja, von daher werde ich da erstmal nichts machen bei der Spielergalerie. Ja, können wir nochmal so einen kleinen Überblick bekommen, wen es hier nochmal alles gibt. Klar, Navas, Ibrahimovic sind natürlich hier so die zwei Besten. Ja, wenn wir die morgen ziehen, also, boah, das wäre schon, ja, das wäre schon ziemlich geil. Aber, ja, mal schauen, ne? Mal schauen. Genau, Bellarabi aus der Bundesliga ist auch noch am Start. Pedersen aus der Bundesliga, also auch mal ein paar hier aus der Bundesliga. Shaqiri kennt man ja auch noch. Auch mal bei Bayern gespielt, auch interessant, dass er auch eine Karte bekommen hat. Genau, also mit den Quests, wie gesagt, hier kann man sich dann einen Bradley am Ende verdienen, 109 ZDM. Ja, für mich ist nicht gebrauchbar, aber hier sind halt so die typischen. Ah ne, weil diesmal ein bisschen anders. Tausche 4 beliebige amerikanische Spieler in die Startelf. Ah, okay, okay. Also nicht Flashback-Spieler, sondern eher 6 Bundesliga-Spieler. Ah, so, okay, dann sind die doch ein bisschen anders diesmal. Alles klar. Interessant zu wissen, Freunde. Ich habe auch schon mal ein paar FIFA Points aufgeladen für morgen, Freunde, damit ihr da Bescheid wisst, Freunde. Weil wir haben ja hier im Shop auf jeden Fall einmal den Star Pass, den werde ich mir morgen gönnen. Dann gehen wir da rein. Und dann gibt es halt hier die typischen Flashback-Packs, Freunde, mit einem Gratis-Pack, was man jeden Tag öffnen kann. Und einmal hier so ein Pack. Da gehen wir morgen dann rein. Bin ich mal gespannt. Vielleicht ziehen wir ja einen Flashback-Spieler, würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Ich werde auf jeden Fall mal ein paar Packs öffnen. Ich habe ja ein paar Gems am Start und auch ein paar FIFA-Points. Da können wir auf jeden Fall ja reingehen. Und ja, eventuell haben wir ja ein bisschen Glück. Mal schauen, vielleicht ist ihr auf unserer Seite morgen. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, Freunde. Dann habe ich noch eine weitere Sache. Ihr seht ja auf dem Markt schon einen Punkt. Ich hatte nämlich im Stream am Donnerstag habe ich mal ein paar Spieler verkauft. Und die sind jetzt rausgegangen, was sehr, sehr nice ist. Und zwar habe ich einmal da Rodrigo und Zambrotta verkauft für einen ordentlichen Preis. Also ihr seht es ja gerade generell, ja, so hier die ganzen Spieler sind ja en masse gestiegen, also sind ordentlich was wert. Also es geht geisteskrank, was hier abgeht. Ist auf jeden Fall sehr, sehr wild, wenn man es mal so sagen darf. Und ich habe jetzt auch meine Spiele verkauft. Guck mal hier, Fonsi Davis, Alter. Junge, der war mal so günstig und jetzt ist er so krass gestiegen. Es ist cool. Ja, wie gesagt, ich habe jetzt hier Rodrigo und Zambrotta verkauft. Und ja, das ist sehr, sehr nice, weil dann kann ich mir das alles einsnacken und kriege am Ende 360 Millionen Coins. Und das ist sehr cool und das mache ich jetzt auch, Freunde. Und somit haben wir 1,4 Milliarden und damit kann man auf jeden Fall schon was anfangen. Ich habe ja hier so einen Torwart im Blick, Seaman, ne? Hätte ich ja schon gerne. Der wird sich vielleicht auch in den nächsten Tagen gegönnt. Das wird auf jeden Fall auch nochmal eine wilde Sache. Und wenn wir dann vielleicht im Flashback Pack Opening
ein bisschen Lack haben, ne, könnte da vielleicht noch ein bisschen was hinzukommen. Ne? Wie gesagt, aktuell der Markt ist ja sehr, sehr wild. Wenn wir uns mal angucken, Rückblick, ja, ich war gerade irgendwie verwirrt, Rückblick. Ja, die sind alle teuer, Freunde. Die sind alle gefühlt nicht auf dem Markt, bis auf hier die 108er, 109er. Ja, 110er auch ein bisschen, aber so ab 111 ist das schon ja, ziemlich stabil, was es hier gibt. Also wenn wir da irgendjemanden ziehen sollten, boah, es wäre Jackpot, ne? Es wäre wirklich ein Jackpot, aber ja, müssen wir uns auf jeden Fall ja, überraschen lassen morgen. Aber auf jeden Fall morgen einschalten, es wird wild. Auf jeden Fall einschalten, morgen ist es wild. Und dann würde ich sagen, Freunde, soll das gewesen sein mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Like, lasst kein Abo da. Und dann sehen wir uns natürlich morgen in alter Frische wieder, Freunde. Macht's gut, bis morgen, haut rein und ciao.